Ja, wie gesagt, da müssen wir doch mal gucken, wenn es soweit ist. Ja. Wenn du alles terraformt hast. Also das Anbauen geht relativ schnell tatsächlich. Also wenn ich da einmal angefangen habe, die zu setzen, dann machen die den Rest halt selber. Ein paar Felder kannst du ja schon setzen jetzt. Ja, könnte Oder? ich. Nee, da muss ich warten, bis die fertig sind. Ich weiß nicht, ob die dann Sachen wegreißen, halt, die ich platziere, deshalb. Ich meine, in dem Bereich, wo die schon fertig sind, hier drüben, auf Ja, da der hinten Seite, ist, da hinten. hier ist überall nochmal Baustelle. Geh einfach auf Ne, die hier vorne. Krone, geh einfach mal auf die Krone, dann siehst du, was alles noch gebaut wird. Ich laufe doch gerade mit der Krone rum. Und hier neben der Festung, hier ist doch alles schon fertig. Das meinte ich jetzt damit. Wo die Fackel hier steht, hier draußen. Meinst du da drüben? Ja, Ach hier, ja, wo ich hier. stehe. Ja, da könnte ich jetzt schon Das meinte ich anfangen. jetzt. Aber die Hier werden dann eh kennst noch du ja. nicht, ja, die werden eh noch nicht besetzt, einfach nur aus dem Grund, weil. Nee. Ja, aber wenn du die dann selber bauen fertig sind, das sehen wir ja schon besser, das finde ich jetzt. Jetzt wirst du so erstmal nach, das werden wir erstmal reingehen. Ja, da kommen die ersten. Aber ich glaube, wenn wir auch weniger Sumpf haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass die halt schneller kommen. Das kann auch sein. Weil die laufen ja im Wasser auch langsamer. Ich muss sagen, seit ich die Konstruktion freigeschaltet habe, das ist so viel geiler. Konstruktion? Na, was, Konstruktion, wenn du Konstruktion freischaltest, dann kannst du Sachen machen, wie wir gerade machen. Achso. So Terraform bauen und so. Ja. Ich würde dann tatsächlich hier unten in den, hier überall noch welche hinmachen, wo die ganzen Betten sind. Vielleicht die Betten doch anders platzieren, aber da unten sind die Schießscharten halt am nützlichsten. Aber ich kann ja auch noch so viel normales Essen mit dran draufhauen tatsächlich. Aber auf jeden Fall, Hanf haben wir genug, hast du gesagt. Da werde ich trotzdem noch mal ein, zweimal Hanf machen. Ja, kannst du ruhig machen. Aber am meisten werde ich jetzt mal auf Farben gehen auch. Eine Vorspulfunktion wäre für das Spiel noch nicht schlecht. Ich habe heute richtig viel mal wieder geschafft. Ja? Ja. Ich habe Rasen gemäht. Ich habe unseren Hang mit der Sense gemäht. Also keine Motorsense, sondern wirklich mit einer Sense. Beide. Und ich habe unseren Garten mit der Sense gemäht. Okay. War wirklich mal wieder sehr produktiv. Willst du mal Befehl geben, alle Be Plätze besetzen, die Arbeitsplätze? Geht ja nicht. Wir haben keine Betten. Achso. Du kannst auch ein paar Betten machen, aber ich würde halt nicht mehr Leute holen, als wir brauchen. Bring die um! Oh, sie kommt durch. Oh oh. Oh, ich bin tot. Das erste Mal, dass sie mich erwischt haben. Die haben dich eingekreist. Nee, ich habe mich nicht bewegt. Ich habe gerade tatsächlich gerade nicht drauf geachtet. Ich brauche einen kleinen Moment hier. Gott, sind hier viele. Oh ja, ich sehe es gerade. So, ich hab's alle. Wir müssen, du musst da unbedingt mal ein paar Wachen bauen. Ich hab noch ein paar gesetzt, also deshalb wollte ich wegen Befehl geben, alle Posten besetzen. Ja. Aber die Posten sind ja an und für sich schon besetzt. Ich bin echt noch nie getötet worden. So, du hast mich einmal erschossen, aber ansonsten. Du hast mich auch immer erschossen. Wir wollten ja also, vor allem, wir mussten was sehen. Du wolltest ja als Rache dann machen. Weiß ich nicht mehr, ist ja auch egal. Klar. Kann ich mich mit weißer Ja. Farbe heilen? Ich bin einfach auf den Kopf gekommen, weil ich dich dachte, Scheiße, Scheiße. jetzt habe ich ja den super teuren Oh Dings Gott, du ver. hast den Globus verloren. Ne, den Kompass. Och nö. Wollen wir noch einen Ja, herstellen? haben wir schon. Oh Gott. Jetzt muss ich die teure Hafergrütze auch noch wieder zu mir nehmen.
Malven, Wolfswurz und was ist noch? Alkanet brauchen wir echt mehr. Ja, es sind wirklich immer noch Einzelne, die irgendwo kommen, oder? Ja, einen habe ich noch hier. Weil hier drüben kommt auch noch einer. Die ist halt echt eine Gefahr, weil... Okay, den haben sie Ja, ich will erschossen. schon. Von wo auch immer dieser Pfeil kam. Oder warst du das? Ne, das war hier oben. Hier, in der Wache von hier oben. Hier, ah, der hat ich habe schräg gedacht, dass... runtergeschossen. So, jetzt gucken wir, dass die hier weitermachen. So, die müssen Wahrscheinlich jetzt. fertig zu werden jetzt. Ja. Nach und nach sollten sie die Gebiete jetzt fertig kriegen, tatsächlich. Wie oft bist du eigentlich in dem Spiel gestorben? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das war jetzt das zweite Mal. Okay. Und tatsächlich ist das jetzt nur passiert, weil ich nicht aufgepasst habe. Du bist einfach stehen geblieben, oder? Ja, genau. Okay, Das hat wo bei mir arbeitet ihr? Hier. gehangen, weil du hast bei mir noch gestanden, wo du gesagt hast, du bist tot. Da Ah standst du ja, einfach bei mir okay. noch rum. Nicht so wild. So, die müssten ja auch bald fertig sein. Das müsste jetzt hier relativ schnell gehen. Dann muss ich noch einmal abtragen. Obwohl, die machen hier hinten gerade, okay. Die Kuh, das so gute Sumpfgras ist verschwunden. Nein! Welches Sumpfgras meinst du jetzt? Ach Alles, was du im Inventar hast, wenn du stirbst, ist weg. so. Nein! Ich weiß, worauf der Apfel spielst gerade. Auf gar nichts eigentlich, ich sag einfach nur nein. Ja, Glaube ich. wie das erst. Ach so, nein! Mein wunderbarer Stützpunkt! Stimmt's? Ich werde. Nein, mein wunderbarer Stützpunkt! Ich werde. Nein, mein wunderbarer Stützpunkt! Okay, dann werde ich es dir halt nicht sagen. Dein Plan willst du mir jetzt nicht verraten, oder? Ja, entweder Sim ist teilweise echt komisch, aber es hat halt wirklich. Also mittlerweile mag ich es nicht mehr so tatsächlich, aber ich hab's halt früher echt geliebt. Soll ich es dir ehrlich sagen, Wichtelein? Ich habe mir mal vor kurzem, vor ein paar Tagen war es, ein Ranking angeguckt. Die Serien, die du als Kind oder Jugendlicher angeguckt hast, die am meisten noch im Kopf bleiben. Ja. Rat mal, welcher Platz 1 ist. Invader Sim? Richtig. Ja, Invader Sim aber ist Invader Sim selbst. wurde auch abgesetzt. Ja, aber das wurde auch abgesetzt, weil die Kinder, die es geschaut haben, durchgedreht sind. Ja, die Amis so. Also ich kann es schon irgendwie verstehen, wenn ich so drüber nachdenke. Als meine Frau das gesehen hat, hat sie auch gesagt, ey, diese Serie hat doch auch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Wurde bei vielen Serien so. Ja, oh mein Gott. Irgendwas füllen die gerade noch auf. Nee, Doch, doch, die machen hier. Irgendwas zeigen, die machen die noch hier. Die füllen was auf. Ja, lasse. Ist nichts mehr, oder? Es kann. Nee, warte mal, wenn die Dinger fertig sind, dann gehen die nur noch mal hin und removen quasi die Arbeitsplätze. Ja, bei mir, guck mal, wie das aussieht. Siehst du das? Ich entferne mal ein paar manuell noch, die hier irgendwie verbuggt sind, glaube ich. Weil die Arbeitsplätze sind alle noch da. Ich will mal gucken. Irgendwo muss noch was sein. Ah, ich glaube hinten. Hinten, die machen den Wasserfall hier hinten. Das Wasser noch hinten zu. Ah ja. Von mir aus. Ja, hier ist auch Wasser da. Und hier haben sie hier ist auch Erde viel. Ja, dann sollte es machen. Oder bauen die hier ab? Die hier bauen, also hier gerade wird planiert, das wird weggemacht. Ja, die bauen ab hier, Ja. wo ich Hier gerade bin. hinten ist noch ein Wasserloch, was sie füllen müssten. Ich glaube, morgen könnten wir soweit fertig sein mit den ganzen Bereichen. Ja, wie gesagt, da will ich noch versuchen, mit Verteidigung ein bisschen was zu machen. Deshalb will Hier. ich ja gerne, dass die verschwinden, dass ich dann weiß, wie viel noch fehlen. Ja.
Das notfalls noch was drauf bauen muss. Solltest du auch so, mach einfach auf der anderen Seite schon mal, dann haben wir schon mal vorgesorgt fürs nächste Mal. Ich habe ja noch hier vier Leute, vier Wachen hingestellt. Habe ich ja schon gemacht. Ja, aber generell kannst du da drüben nochmal so einen Aufbau bauen, einfach nur, dass wir da noch mehr Betten hinstellen können für den Fall der Fälle. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird irgendwann nochmal was kommen, wo wir sagen müssen, okay, da müssen wir jetzt nochmal, müssen wir jetzt wieder hierher und wieder was machen. Mal kurz was umbauen. Ich glaube, ich höre doch ein bisschen das Radio, aber es ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich habe es auch ganz leise gemacht jetzt nur. Du, ich bin mir nicht sicher. Wo baut ihr hier eigentlich gerade ab? Wahrscheinlich hier. Ladadi, ladadam. Naja, du packst ganz schön gerade. Echt? Ja. Kann an deinem Mikro liegen. Nee, sieht bei mir noch. Es sieht bei mir noch. Nee, das ist die Übertragung, glaube ich immer. So. Ich baue jetzt Mauer. Huch, ich habe keine Steine für die Mauer. Wie? Ich hole Steine für Mauer. Ach so, ich wollte schon sagen, die können aber nicht leer sein, oder? Nee. Ich habe zwar massiv an Steinmetzen eingespart mittlerweile, aber generell müssten eigentlich genug da sein. Sind genug, es sind 1000 Steine. Ich hatte ja. Du hast glaube bis 2000 Steine eingestellt. Nee, ich glaube auf 3000 sogar. Weil das ist unser Hauptbauzeug für. Von daher macht schon Sinn. Aber ich habe halt so viele Steinmetze mittlerweile eingespart. Weil ich mir gedacht habe, so extrem viel bauen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und wir brauchten Platten, brauchten Leute. So, jetzt muss ich hier noch das Dach reinziehen. Ich baue jetzt hier noch mal ein paar Kisten. Das ist ja furchtbar, wie weit die laufen. Super ineffizient. Wie gesagt, wir müssen dann die Plätze besetzen. Das wird nämlich sonst scheiße. Ja. Dann nehme ich hier ein paar Wachen verloren. Ja, stimmt. Die Wachen werden nicht direkt nachbesetzt, wie es aussieht. Ja, dasselbe. Dann muss ich Ach, halt... Achso, wenn die mit ihrem Job fertig sind, dann werden die besetzt neu. Ja. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es dann auch reicht. Das heißt, ich werde schon mal ein bisschen Munition extra nehmen und ziemlich schnell hiermit loslegen. Ich komme damit dazu, wenn ich hier fertig bin. Jupp. So, Information. Und wenn es hart auf hart kommt, kann ich eigentlich immer noch zumachen. Richtig. Ein optimales Bettenhaus. Da geht nicht rein. Hab die Verteidigung mal ein bisschen optimiert. Auf Kosten von ein klein bisschen Effizienz. Hi.
So, ich habe noch was hingestellt. Ja, wohl, ob das die so was. Drüber. Die hüpfen drüber. Ich wollte gerade sagen, so dürfte es eigentlich nichts bringen. Das bringt null Punkte, was du gerade gemacht ja, hast. Ja, fällt mir auch gerade ein. Obwohl, guck mal, der kommt. Der, guck mal, der kommt. Weil die Wachen noch nicht noch besetzt wurden. Ist eingemauert. Nö, mich kraft da kraft dich doch an. Ich hab keine Armbrustbolzen, Mist, warte mal. Alles gut. Oh nein, Sumpfi Pumpfi. Ich schieße natürlich daneben, Prost. Ja, ich auch. Der hat gesessen. Noch einer. Aber merkst du, es ist deutlich mehr geworden, oder? Ja, deshalb ja. Na gut, wir haben ja ein paar Wachen verloren mit hier, deshalb. Ja, aber trotzdem, das hätten die niemals geschafft. Ist ja fast 90 jetzt. Ja. Kannst du eigentlich wieder abfahren? Ja, bin schon dran. Ich glaube, jetzt sollten wir es hinkriegen. Vielleicht aber auch nicht. Doch. Das schaffen sie jetzt. Hier ist es vorbei. Ja. Jetzt gehe ich nochmal rausgucken. Ja, kommen noch ein paar vereinzelt. Ja, die sollten wir aber hinkriegen. Ja, hier kommt eine Horde hinten. Echt? Ja, okay, aber das ist auch kein Problem. Ja, hier müssen überall noch ein paar Wachen hin. Hab ich schon gemacht. Oh. Ja, ich weiß, die müssen halt dann nur noch besetzt werden, aber... Darum geht's mir jetzt, dass die noch besetzt werden. Deshalb wollte ich gerne, dass die fertig werden, dass wir das dann machen können. Sag mal, ist die Bedrohungsstufe gerade angestiegen, obwohl niemand mehr was macht? Alter, kratzt du gerade. So. Bleib stehen. Schlein, bist du noch da? Ja. Du hast nämlich ganz schön gekratzt gerade. Weiter gepanzerte Zieleine. Aber wenn du hier noch ein paar Wachen stehen hast, die ja auch diese Bereiche abdecken, dann werden die auch rechtzeitig weggeschossen. Wie gesagt, dann muss ich erstmal gucken, wie das fertig ist mit dem Ausbau hier. Ja. Mit Terraforming, dass das fertig wird. Ja, bei 277 Betten jetzt hier drin, das müsste drauf nicht reichen danach. Ja. Da kann ich noch mal was umstellen und machen. Stell die Wachen schon mal hin. War das Kolonie? Ah, das setzt alle Jobs, genau. Wir sollten auf jeden Fall bald richtig übel Jobs frei werden. Also die arbeiten jetzt halt richtig effizient. Ja, der nächste Baubereich wird leer. Da sind jetzt fast fertig hier. Der hier wahrscheinlich. Ja. Der hier. Wo ich bin. Ja, die machen noch da vorne und dann sollten sie eigentlich fertig sein. Und der hier, wenn die den hier auch richtig besetzen, dann ist der auch schnell erledigt innerhalb von ein paar Stunden. Das wird sein, denke ich mal. Das erinnert mich halt immer wieder an die Römer, die halt wirklich innerhalb die haben eine Stadt gebaut, ich weiß nicht mehr welche Stadt, und in der Stadt war, die besetzen Wachen gut. Das sind welche Wachen geworden. Und die haben eine Stadt gebaut, die halt um einen Berg geführt hat, und der eine Senator hat einer der Cäsaren hat halt beschlossen, ja, ich brauche mehr Platz. Ich will unbedingt Bauprojekte durchziehen. Was machen wir? Wir tragen diesen riesigen Berg einfach ab. Und haben wirklich diesen riesigen Berg innerhalb von 10 Jahren von Hand abgetragen. Ja, aber denk mal, wie die das gemacht haben mit den ganzen
Sklaven. Dadurch hat es ja die ganzen Sklaven gebracht. Ja. Aber die hatten schon eine Ingenieurstechnik drauf, die wird ja heute noch verwendet. Aber einfach nur, wir machen das jetzt einfach. Wo heutzutage jeder sagen würde, ach, kannst du nicht bringen. Machen wir einfach. Oder hier, das darfst du nicht und deswegen darfst du es nicht. Das war damals ganz anders, war ganz einfach. Der Chef hat es befohlen, machen. So nach dem Ja. Motto. Das war eben die Art und Weise bei Und denen. halt einfach mit Spitzhacke und Kürben einfach nach und nach den Berg wirklich weggemacht. Es geht. Wenn man das wirklich will, dann gehen die Sachen auch. Aber das geht laut der heutigen Bürokratie, geht das doch gar nicht mehr, sowas. Ja, unabhängig von Bürokratie, das ist ja auch das, was, wie heißt der Typ, der Tesla leitet? Mansk. Nee. Doch, Elmansk oder Musk. Musk. Genau. Musk. Warte mal, was wollte ich anbauen? Färben. Farbstoffe, die drei. Alkanet fangen wir erstmal an. Was bei dem halt immer gesagt wird. Hä? Okay, ich wollte gerade sagen, Was? Was wird ihm da gesagt? stand, dem wird halt zugute gehalten, der ist ein Typ. Er macht vielleicht sehr viel Scheiße auch, aber er setzt sich aus dem Kopf und macht's halt auch. Er macht. Richtig. Er macht einfach. Sagt sich, nö, ist mir doch egal, was ihr anderen von mir wollt. So, das ist Alkanet. Wie viel haben wir hier? 7. Ich habe schon ein paar Wachen hingestellt. Nächstes kommt Malve. Oh, 120 haben wir jetzt Bedrohungsstufe, ne, wa? Ja. Keine Ahnung, warum die hier so ansteigt. 121, hä, was machen wir denn? Fließen jetzt neue Sachen mit rein? Ich weiß es nicht. Also ich habe nichts davon gelesen in den Updates. Voice Words. Nee, das war falsch. So. Hängt das mit den Wachen zusammen? Ach, ich habe keine Ahnung. Jeder Furz scheint jetzt einzufließen. Zweimal Wolfswurz. Ja, was haben wir hier? Steine. Also geht's. So. Was baue ich als nächstes an? Mal gucken, was fehlt denn noch? Farbe müsste damit eigentlich jetzt passen. Gerste wäre nicht schlecht. Und Weißkohl. So, jetzt habe ich ein bisschen Verteidigung noch hinzugesetzt. Ja. Unser 21.8, Donnerwetter. Gerste. So, die können weg, die brauchen wir nicht mehr. Und die Arbeitslosen irgendwie verschwinden lassen, irgendwie ist das belastend gerade. Ich arbeite dran. Stündig die Arbeitslosen. Na, ja, eure Armut kotzt mich an.
34 Arbeitslose noch, die sind ein bisschen belastend. Ich denke mal, das tut das nämlich auch mit hochprügeln dadurch. Nicht allein. Es ist jetzt aber 122 geworden sogar schon. Ich verstehe das System gerade nicht, aber ist egal. Ich auch nicht. Bärensammler mache ich noch ein paar. Aber die sollte ich auf jeden Fall wegkriegen. Die Arbeitslosen. Ja, dass sie komplett verschwinden, geht das nicht? Normalerweise müssten die sich ja auflösen, die Arbeitslosen. Die lösen sich nicht auf, nö. Warum sollten sie auch? Oh oh. Was ist los? Die Pfeileproduktion geht schon wieder runter. Wir haben ja jetzt nur noch 9700 gehabt bis zur Nacht. Ja, ich behalte es demnächst mal im Auge, ja. Weil ich ja mehr Wachen jetzt hier herstellen muss. Ja, ach, es kann sein, dass... Ach, deswegen geht die runter. Weil die produzieren dann in der Zwischenzeit die Wachen, deshalb. Wenn du die Wachen aufstellst, dann produzieren die zwischendrin Wachen und das merkst du dann deutlich. Ach so. So. Das heißt nicht, dass die Pfeile wirklich dezent runtergehen. Wie viel mehr haben wir jetzt? Warte mal. Oh ja, hier ist auch verbessert, sehr schön. Oben habe ich auch noch ein paar. Hier drin habe ich ein paar reingestellt, hier unten. Ja. Links und rechts, jeweils pro Seite 4 unten und oben habe ich auch nochmal komplett aufgefüllt. Ja, das sollte eigentlich schon was ausmachen, oder? Ich will jetzt gucken, was passiert hier. Okay, ich habe jetzt mehr Weißkohl gemacht. Mehr Gerste, ich weiß nicht. Weizen sieht eigentlich noch recht gut aus. Beeren habe ich jetzt auch mal erhöht. Ich ziehe morgen früh noch ein paar Felder mehr. Jetzt ist die Bedrohungsstufe auf 123 gestiegen. Warum? Nur 23.1 sogar. Ich kann sie nicht beantworten, die Frage, Wichtelein. 123. Hä, wieso steigt die denn? Das ist doch bescheuert. Wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Jetzt 123. Hä? Ist das so gewollt? Es fände ich ja echt scheiße, wenn das so permanent mehr wird, wäre das ja echt beschissen. Form hast du ja genug, oder? Gemacht. Ja, also ich habe jetzt schon einiges. 123.4. Ja. Oh oh, wir haben ein Problem. Welches? Gesamt ist er runtergegangen, ist auf 718. Das war 722 vor uns noch. Also es irgendwo. Ach, ich weiß warum. Ich glaube, weil wir uns permanent hier aufhalten. Meinst du? Ja. Ja, ich glaube, dass das hat was damit zu tun, könnte ich mir vorstellen. Dass die quasi, solange wir hier sind, geht es wahrscheinlich alles Richtung uns. Oder wenn du das bist. Ja, oder ich halt quasi. Aber der Hauptcharakter quasi. Und wenn du weggehst? Ich vermute mal, dass es dann wieder... Ich könnte mir vorstellen, dass es dann wirklich wieder runter geht und... Wir können es ja dann beobachten. Ich muss ja nur wissen, welche Richtung ich ungefähr gehen muss, damit ich das weiß. Alter, ist ja viel. Halb ja, guck mal, das ist 123,7 sind das jetzt. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass es reicht, wenn ich dann gehe wieder. Wenn wir die Farm hier fertig haben. Wir probieren es aus. Ja. 124 jetzt. Hast du jetzt alles gebaut, was du willst, und das baue ich noch hin? Ich muss warten, bis die ein bisschen weg sind. Achso. Ich weiß halt noch nicht, was ich halt noch herbauen möchte. Warte mal. Oh, ups. Feuer schon gemacht. Na gut, bei den anderen sind wir fast nicht lang geblieben. Da haben wir bloß ausgebaut und dann sind wir schnell weggerost. Yep. Gut, jetzt haben wir 26, 25 Arbeitslose nur noch. Das die wird müssen irgendwie noch weg. Da arbeite ich gerade dran. 24. Aber wie sagen wir 177 Kolonisten und 170 Betten bloß? Hä? Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich nicht möglich. Hast du noch ein paar Betten abgerissen im Nachhinein? Eigentlich nicht. Deshalb meine ich ja, kriegt man die Arbeitslosen irgendwie weg, dass das irgendwie verschwindet? Nö, aber vielleicht gehen ein paar noch drauf. Das glaube ich dann nicht mehr. Früher oder später werden ein paar drauf gehen.
Ach komm, hier machen wir noch einmal Voice Call. Warum haben sie diese Bäume nicht abgerissen mit? Das ist immer so drollig. Ja, das ist, wie ich das Gebiet halt mache. Nee, guck mal hier in der Luft. Ja, das ist, wie ich das Gebiet halt quasi setze. Das, wenn hier ein paar jetzt übrig bleiben, die werden wir irgendwann noch brauchen, garantiert. Auf jeden Fall, einen Großteil haben wir jetzt gemacht und ich würde sagen, ich verpiss mich jetzt zumindest. Das werden wir es ja sehen. Ja. Weil es steigt halt immer noch. Deshalb ja. Wie gesagt, ja, Fallproduktion geht ganz schön runter jetzt. Ja, das ist, weil wir neue Dinger gemacht haben. Deshalb muss man Fallproduktion ein bisschen überwachen. Ja. Also Wichteleinskolonie. Ich gehe zurück. Kommst du mit? Warte, ich komm danach. Ich will jetzt wissen, ob das funktioniert. Es kann auch sein, dass du das mit hochhältst auch dann. Das werden wir sehen. Ich wollte noch ein paar Betten platzieren. Vielleicht hat es auch was mit der Gesamtgröße im Verhältnis zu tun, wie sich das verteilt mit der. So, sind 177 zu 177. Ganz ehrlich, dieses Draisin-System, was sie da gemacht haben, ist auch scheiße, weil wie lange brauchst du, bis du das von Kolonie zu Kolonie gebaut hast? Also. Wo bist du jetzt gerade? Richtung Wichteleins Kolonie. Aha, ich hab dieses Ding nicht, deshalb. Du läufst ein bisschen oben links. Wenn du aus dem Tor rausgehst, so Nord-Nordwest. Aha, bin ich gerade dabei. Und dann, wenn du dann diesen ganz großen Berg siehst mit dieser Schneekoppe oben, dann weißt du, dass da ist Lass mal Berg und dann Wichteleinkolonie ziemlich in der Nähe. So, jetzt bin ich außerhalb dem Gebiet. Ich warte hier jetzt Wächterlein Ja. und gucke mir das mal an und warte dann einfach, ob das wieder weiterhin Gestiegen steigt ist, und ja. irgendwas sonst. Hast du dir gemerkt, wie hoch es war? 125,1 war's. Ich bleibe jetzt weg und gehe zur Nacht nochmal hin. Ja. Ja, das ist ein ganz schönes Stück. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss dann. Gut. Ja. Uhrzeitmäßig, wie sieht's aus? Ach, siehst du auch nicht, oder? Das sehe ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall so ein richtig weiter Weg. Ja, da ist es so. Sieht auch so komisch aus, oder? Mit den zwei großen Knuppeln als Toreingang. Ja, vielleicht wirst du die irgendwann mal verbinden müssen und dann setzt er auch Nee, wir noch machen das ja Armbrustschützen praktisch. drauf. Das ist halt praktikabel jetzt gemacht, einfach. Nicht wie Schönheitsideal, sondern einfach praktikabel. Ja, hier läuft alles nur noch auf praktikabel, glaube ich. Na gut, so, bei der Hauptbase habe ich versucht, so gut wie es möglich, dass es passt. Ja, und ich mache Gemacht. irgendwas. Ja, ich weiß, du machst irgendwelchen Blödsinn wie immer. Aber ich muss dann gleich mal gucken, dass für dich auch noch mal ein Kompass hergestellt wird. Alles Und gut. dass wir generell noch ein paar auf Reserve haben, weil es ist scheiße, wenn du halt keinen hast. Wenn wieder einer da ist, solltest du dir auf jeden Fall einen ins Inventar legen. Ist immer hilfreich. Oh, arbeitslos minus 380? Ich habe gesagt, irgendwas ist passiert. Da steigt weiter Die eine Bedrohungsstufe hier. sinkt auch, die Bevölkerungszahl sinkt. Wie ist Was denn hier oder das? was? Ja, die können doch unmöglich durchgekommen sein. Da ist irgendwo anders was passiert. Besetze alle Posten neu. Ich muss erst mal Da gucken, sind irgendwo was. Zombies. Minus 381. Hä? Es stirbt doch komischerweise keiner mehr. Minus 382. Doch, hier stirbt noch jemand. Ja, ich vermute, dass da wieder einer irgendwo gespawnt ist und. Aber ich habe das noch zugemacht, dass er dort nicht spawnen Ja, kann. ich. Dann müssen wir einfach mal gucken, dass der Bereich einfach mehr wird. Wahrscheinlich hängt es wirklich damit zusammen. Da müsste er hier am. Nö, der ist nicht hier.
Irgendwo sterben Leute. Guck mal an die Mine runter. Ja, in der Mine werden keine getötet. Wann konnte man nicht 385? Nö, ist alles normal. Ja, ich habe hier was gehört. Ich glaube, hier in dem Bettenhaus ist wieder jemand. Da muss er noch in dem gespawnt sein. Das hat aber gar nicht hin dann. Wie gesagt, die Fallproduktion ging runter und das irgendwie die Schwierigkeit, die Gefahrenstufe ging gesamt runter. Da haute was nicht hin. Dass es natürlich gleich wieder sowas ist, na toll.